Der Audi Star Talk. Heute aus dem GBZ Echo. Wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu Hause. Und willkommen in dieser super Stimmung hier in Eching vor den Toren Münchens. Unser Publikum ist blendend drauf, denn wir haben einen ganz tollen Gast. Vielen Dank. Danke. Unser Gast heute ist ein Mann, der in den letzten 10 Jahren unendlich viele Titel im Fußball gewonnen hat. Er gehört zu den erfolgreichsten Fußballspielern aller Zeiten und er ist ja noch aktiv. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, der Kapitän des FC Bayern und der Kapitän der deutschen Weltmeisterelf 2014, Philipp Lahm. Guten Abend. Guten Abend. Danke. Philipp Lahm, meine Damen und Herren. Der verdiente Lohn eines großen Fußballjahres. Wir haben, lieber Philipp, Sie ja auch so ein bisschen stellvertretend natürlich eingeladen, weil wir uns einfach überlegt haben, wir versuchen immer zum Ende des Jahres dann den Fußballmann des Jahres einzuladen. Und das kann eigentlich nur der Mann sein, der als Kapitän die deutsche Mannschaft zum Titel geführt hat. Ich glaube, darf ich in unser aller Namen auch nochmal sagen, wir sind euch echt dankbar. Ihr habt da echt einen Riesenjob gemacht in Brasilien, oder seht ihr das anders? Und ich finde es ganz besonders toll, dass Sie heute gekommen sind, denn vor ein paar Wochen ist es passiert, Bruch des rechten Sprunggelenks. Wie geht es Ihnen heute? Ist ein bisschen besser wieder? Ja, also es verläuft alles sehr, sehr gut. Man braucht Geduld. In so einem Moment merkt man auch sofort, ne, was los ist, ne? Oder? Ich wusste sofort, was gebrochen ist, weil ich habe es gehört auf dem Platz. Und das ist kein schönes Gefühl, muss ich sagen. Ich hatte in der Situation auch ein bisschen Angst, dass ein offener Bruch ist durch die Bewegung, die ich gemacht habe. Mhm. Zum Glück konnte ich dann nach ein paar Minuten hinschauen und es war nicht offen. Es war schon mal positiv. Das, was gebrochen ist, wie ich gerade gesagt habe, wusste ich sofort auf dem Platz. Und ich glaube, meine Kollegen, der eine oder andere hat das auch gehört auf dem Platz. Ja, das ist natürlich eine furchtbare Geschichte. Auf der anderen Seite, jetzt ist ja so ein Ende zumindest mal von Ihnen schon mal benannt worden. Also sag mal, spätestens im März oder so wird es wieder soweit sein. Wie vertreiben Sie im Moment die Zeit? Spielen Sie den Nikolaus? Ja, Reha. Also ich muss schauen, dass der Fuß wieder dünn wird. Ansonsten, ich habe eine Familie zu Hause, der Kleine hält mich auf Trab. Wobei ich natürlich im Moment mehr auf der Couch liege, als mit ihm rumlaufe. Aber man kann Bücher vorlesen, man kann auf der Couch spielen. Also ist was Schönes, wenn man regelmäßig zu Hause ist. Trotzdem muss man auch ganz klar sagen, das hätte ich mir gerne gespart. Ja, ist ein blödes Ende eines Jahres, das aber eigentlich traumhafter kaum hätte verlaufen können, eben mit dem Weltmeistertitel. Wir haben auch Sie haben eine Auszeichnung bekommen, das Silberne Lorbeerblatt. Das ist die höchste Auszeichnung, die man in Deutschland als Sportler bekommen kann. Glaube ich schon das zweite Mal jetzt. Das dritte Mal. Das dritte Mal sogar schon, also 2006 war noch. 2006, 2010 und eben jetzt. Der Bundespräsident hat höchstpersönlich natürlich auch gratuliert, die Kanzlerin gratuliert und persönlicher Preis auch noch, aber ich glaube auch ein bisschen stellvertretend für die Mannschaft, den Bambi. Ich fand es sehr berührend, wie Sie auf der Bühne noch so ein bisschen erzählt haben, dass Sie eigentlich schon als ganz kleiner Junge tatsächlich schon davon geträumt haben, eines Tages mal als Kapitän den Pokal hochzuhalten. Überhaupt den Pokal hochzuhalten? Nee. 1990 war meine erste WM, die ich wirklich miterlebt habe vor dem Fernseher. Und Deutschland wurde Weltmeister. Lothar Matthäus hat den Pokal hochgereckt und als kleiner Junge träumt man doch davon, irgendwann mal den Pokal, den Weltmeisterpokal selbst in den Händen zu halten. Aber es ist wirklich nur ein Traum gewesen. Also man denkt ja nicht daran, dass man es wirklich irgendwann mal wahr wird, dieser Traum. Natürlich, umso älter man wird, irgendwann wird das vielleicht mal ein Ziel. Also wenn man Profi ist, wenn man Nationalspieler ist, wenn man schon das ein oder andere Turnier gespielt hat und man weiß, die Mannschaft hat die Qualität, dann wird es natürlich zum Ziel. Dann ist es kein Traum mehr, sondern dann wird es wirklich Ziel. Und trotzdem, wenn man zurückblickt in die ganzen Jahre, auch von Kind auf bis, wenn ich zurückblicke, 10 Jahre Nationalmannschaft, dann ist es einfach ein Traum, der wahr geworden ist. Ich meine, den Traum haben ja viele, aber Sie können als einer der wenigen beurteilen, wie es sich dann auch anfühlt. Ist es so schön, wenn man es sich träumt oder eigentlich noch viel schöner? Noch viel, viel schöner. Ja, wirklich? Nein, definitiv. Also man stellt sich schön vor, aber im Maracanã-Stadion zu stehen, den Schlusspfiff zu hören,
Und dann würde ich sagen, so die Stunde, eineinhalb Stunden danach, das war ein unbeschreibliches Gefühl. Schlusspfiff, alle freuen sich, man geht zu den Fans, die Betreuer, man sieht alle, man geht die Treppen nach oben, nimmt den Pokal im Empfang, man kriegt davor noch eine Medaille, geht die Treppen wieder runter, feiert nochmal, kommt dann in die Kabine. Das ist alles so einzigartige Momente, die man aufgesaugt hat. Und alles begann natürlich ganz früh mit dem kleinen Philipp. Wir haben ein Foto rausgekramt, falls Sie mal Interesse gehabt haben zu sehen, so sah er früher aus. Da wird sich meine Schwester freuen. Also ich würde aber schon sagen, auf der nach oben offenen Süßheitsskala haben Sie schon eine 12, oder? Oh, danke. Also da muss ich sagen, war schon einiges drin. So, und die kleinen Jungs von heute, die haben ja sozusagen den kleinen Jungen von damals, so ein bisschen auch als ihr Vorbild, als ihr Idol. Und wir haben uns so eine kleine Rubrik überlegt, die wir immer machen mit unseren Gästen. Wir fragen einfach immer die Kleinsten mal. Stellt uns bitte mal unseren Gast aus eurem Blickwinkel vor. Die Kleinen über die Großen mit Philipp Lahm. Ah, ein Fußballspieler. Philipp Lahm. Philipp Lahm. Er hat mit der deutschen Mannschaft den WM-Titel gewonnen. Hey, vielleicht hat er auch seinen Pokal zu Hause. Der ist zurückgetreten. Der hat sowas wie gekündigt. Also ich würde jetzt nicht so sein. Ich würde ihn nicht von Deutschland zurückbringen. Vielleicht tun ihm jetzt schon die Knochen weh. Keine Ahnung, vielleicht zu alt. Er läuft schnell, nicht so wie der Name nachsagt. Er hat sehr weiße Zähne. Biberzähne. Einen Bart. Also nicht mein Bart, sondern nur so kleine Härchen. Klein. Ganz klein. Das merkt man nämlich auch immer, wenn sie da so stehen. Der Neue ist so riesig und daneben der kleine Philipp Lahm. So. Bis hier. So. Bis hier. So. Der sieht aus, als ob er ganz nett wäre. Also der kommt irgendwie cool rüber, so ganz gechillt. Das war früher immer mein Vorbild. Er ist gut. Kapitän sind immer gut. Deswegen habe ich auch Fußball angefangen. Riesen Dankeschön mal an die Kids vom Fußballcamp des SV Heimstetten. Es fasziniert mich immer wieder, auf welche Bilder Kinder auch kommen. Wobei ich sag mal schon, das Bild, Sie und Neuer, ja, ist schon immer, aus. Ja, das ist auch auf meiner Seite sehr, sehr schön zu sehen, wie die Kamera kommt und mich dann sucht nach Manuel Neuer. Also schon immer sehr, sehr interessant. Also. Selbst ausgedrückt, ja. Jetzt ist ja so, die Kleinen, die wir da alle gesehen haben, die würden natürlich alle gerne mal in der ersten Bundesliga spielen, würden gerne für den FC Bayern München spielen. Ihre Karriere beim FC Bayern begann, wenn wir richtig recherchiert haben, im Alter von 11 Jahren in der U12. Und wir haben viel recherchiert und glauben, dass wir das erste Bild von Ihnen im Bayern-Trikot gefunden zu haben. Und zwar, wenn ihr das vielleicht freundlicherweise mal zeigt. Ich weiß nicht, ob Sie sich da noch erinnern können, wann das war und wo das war. Es war im Rosenau-Stadion in Augsburg. Okay. Und nach unseren Informationen waren Sie dann noch gar nicht bei Bayern, sondern sind da irgendwie hingelockt worden, um mal so ein bisschen... Ich wurde nicht nur dahin gelockt, ich wurde auch ins Olympiastadion als Balljunge gelockt. Ja. Was mir natürlich dann sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Was? Die Geschichte ist eigentlich dazu, ich wollte nicht wirklich weggehen von meinem Heimatverein, von der FD Gern. Ich hatte meine Freunde, ich hatte alles, was mir Spaß macht. Und so war es für mich nicht so leicht, wegzugehen. Aber... Das hat der FC Bayern sehr, sehr gut gemacht, indem dass ich eben Balljunge machen durfte im Olympiastadion. Mir das sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ich sehr, sehr gut von der damaligen Mannschaft aufgenommen wurde, also von der Jugendmannschaft, die eben zu dem Zeitpunkt Balljunge war. Und so war es dann für mich eine relativ einfache Entscheidung. Das will ich weitermachen. Ja, und diesen Weg, den wollen wir uns mal ein bisschen angucken. Sie haben da ein bisschen was schon erzählt. Wir tauchen da jetzt mal richtig ein. Enrico Wolski also über den Weg des kleinen Philipp zu den großen Profis. Das Vereinsheim des FT Gern. Philipp Lahms erster Fußballclub. Hier treffen wir drei Männer, die Philipp Lahm schon als kleinen Jungen gekannt haben. Oder sogar noch früher. Die erste Begegnung mit Philipp Lahm war im Kinderwagen, weil da war er ein Jahr alt. Er war ein lustiger, fast immer gut gelaunter Kerl. Er ist ein sehr guter Freund, kann niemandem zuhören. Na dann mal los, Männer. Lasst uns gemeinsam in Erinnerungen schwelgen. Also bei dem Bild bin ich mir ganz sicher, das war in der D-Jugend.
Philipp Lahm als Kapitän. Klar, er war der Beste. Manu, da hast du nicht mithalten können. Nee, leider nicht. Ja, Mitspieler klingt ganz gut, weil eigentlich haben wir nicht mitgespielt, der hat alleine gespielt. Das stimmt. Also, nee, das stimmt nicht. Also, ja, aber er hat schon viel gemacht. Das war oben in auf Sylt oder irgend sowas, an der Nordsee, weil der Philipp ja als kleiner Bub gesundheitliche Probleme gehabt hat. Das war quasi eine Kur für Kinder. Das kenne ich. Mini-WM. Ja, stellt euch mal vor, wir hätten damals schon den Pokal gewonnen bei der Mini-WM, den kleinen. Ob man dann in Brasilien Weltmeister geworden wäre? Ja, schon satt war, meinst du? Ja, jetzt mache ich nicht mehr, es langt mir. Ja. Karriereende mit 8 Jahren. Dass es anders kommt, liegt nicht zuletzt an Jugendscout Jan Pienta, der viele Bayern-Stars entdeckt hat. Der kleine Lahm macht es ihm allerdings nicht gerade leicht. Ja, die erste Begegnung war in Gern auf dem Sportplatz. Mir hat ein Bekannter irgendwie einen Tipp gegeben und sagt, schau doch mal, da läuft einer rum. Da willst du nicht mal nach Bayern zum Probetraining oder nach Bayern kommen? Nö, sagt er. Nö, sagt er, will ich nicht. Ich möchte lieber bei meinen Freunden bleiben und nach 60 gehe ich auch nicht. Kurze Zeit später findet sich der damals 11-Jährige trotzdem im Bayern-Trikot wieder, weil Pienta die Trickkiste auspackt. Dann habe ich überlegt, willst du mal nicht Balljungen machen bei uns im Olympiastadion? Und dann sagt er, ja. Ein paar Bilder aus Lahms Anfangszeit hat Pienta auch mitgebracht. Vom Balljungen zum Bayern-Kapitän. Nicht unbedingt absehbar für seinen Entdecker. War ich auch sehr überrascht, dass er plötzlich dann Führungsqualitäten, Spielführer und so weiter. Das hat man damals noch nicht so erkannt. Er war zwar selbstbewusst, aber es war alles so im Hintergrund. In der Bayern-Jugend lernt Lahm auch Andreas Ottel kennen, hier rechts im Bild. Der spielt seit 2011 zwar nicht mehr beim Rekordmeister, geblieben ist die Freundschaft. Wenn ich ein Problem habe, dann weiß ich, dass ich ihn anrufen kann und sei es 3 Stunden vorm Champions-League-Spiel. Gemeinsam werden sie A-Jugendmeister. Bekanntlich nicht die letzte Feier für Lahm. Er feiert die Feste schon so, wie sie fallen. Also wenn es einen Grund gibt, dann ist er natürlich auch für jeden Spaß zu haben und ist schon auch mal auf der Tanzfläche zu sehen, so ist es nicht. Kann er denn gut tanzen? Naja, zu späterer Stunde dann wieder geschmeidig. Auch privat spielt Lahm übrigens leidenschaftlich gern. Allerdings nicht mit seiner eigenen Puppe, sondern Tennis, Golf und Karten. Sehr talentiert im Kartenspielen, im Scharfkopfen, im Pokern. Servus Philipp, viel Spaß in der Sendung. Ich unterhalte mich dabei mit dem Experten hier. Viel Spaß. Wir haben uns auch mit Roman Grill unterhalten, Lahms Berater und Jugendtrainer in der U19. Er hat immer geführt durch Leistung und durch das, dass wenn man mit ihm etwas bespricht, dass er das unmittelbar umsetzen kann. Grill kennt viele Facetten seines Schützlings, auch diese. Er kann extrem gut locker lassen. Das heißt also, wenn man mit Philipp Lahm zusammen ist und es geht nicht über Fußball, dann kommt man überhaupt nicht auf die Idee, dass jetzt da der Weltmeister, der Kapitän der Weltmeistermannschaft, einer der erfolgreichsten Fußballer Deutschlands gegenüber sitzt. Womit wir wieder bei den Anfängen wären. Beim FT Gern, bei seinem Trainer, Mitspieler und Jugendfreund. Sowie der Frage, hat Philipp Lahm sich als Mensch verändert? Klares Nein. Absolut nicht. Das ist genauso wie früher. Ja. Er ist so geblieben. Stimmt, Philipp Lahm. Einmal Kapitän, immer Kapitän. Ja, schöner Weg. Schönes Vereinsheim. Sehr schön, sehr schön. Alles so, wie es eigentlich sein soll beim Fußball. Sie sind bei Bayern gelandet, zu 60 wollten Sie nicht angeblich, weil Sie, was war da, Löcher in den Zäunen? Da hatte ich ein Jahr vorher ein Probetraining und da war halt ein bisschen hinterm Tor, in den Fangnetzen waren Löcher drin und so und das hat mir nicht gefallen. Das war vielleicht auch eine Ausrede, dass ich einfach bei meinen Freunden bleiben darf. Damals schon so einen professionellen Anspruch, ja, muss da alles perfekt sein. Ja, sehr interessant ist auch dann der Übergang. Ich meine, weiß ja jeder, der sich mit Fußball beschäftigt, ist es unheimlich schwer, von der Jugend sozusagen zu den Profis diesen Sprung zu schaffen. Und einer ihrer größten Förderer in dieser Phase war ohne Zweifel Hermann Gerland, heutiger Co-Trainer beim FC Bayern. Der hat eben unter anderem auch mal erzählt, dass manche Vereine damals in der Phase sogar das Fahrgeld zurückgefordert haben, ja, weil er dann mit ihnen da ankam.
und viele Vereine irgendwie, ich weiß nicht, gesagt haben, der ist zu schwach oder körperlich. Also das war doch, glaube ich, keine so einfache Phase, oder? Ja, das hat mir der Tiger, also Hermann Gerland, ja erst jetzt Jahre später erzählt. Also er hat mir ja nicht damals gesagt, du, dem einen muss ich noch Fahrgeld zurückgeben. Also so war es ja nicht so. Jetzt kommt er so langsam mit allen Geschichten raus. Okay. So, und jetzt kommt's. Um ein Haar hätten Sie den Gerland sogar den Job gekostet. Und dann hat meine Frau dann gesagt, ey, man kann das nicht sein, dass du dich vertust. Das kann doch nicht sein, dass keiner das sieht. Und du sagst mir jedes Mal Philipp Lahm. Und dann habe ich gesagt, wenn Philipp Lahm kein Superspieler wird, gebe ich meinen Fußballlehrer zurück und werde Volleyball oder Wasserball trainieren. So, Applaus mal für den Tiger an dieser Stelle, hat er verdient. Ist ihm ja erspart geblieben, Volley- oder Wasserballtrainer zu werden. Aber was die Geschichte natürlich schon so ein bisschen zeigt, man braucht immer auch eine Spur Glück. Ne? Gerade in so einer Phase, dass man jemanden hat, der an einen glaubt. Der Felix Magath hat sie dann damals auf Bitten quasi von Hermann Gerland auch nach Stuttgart geholt. Da konnten sie dann anfangen. Wie wichtig ist Glück auch? Gehört natürlich dazu, muss man ganz klar sagen. Wobei so ist, Qualität setzt sich normal immer durch. Weil irgendwann sieht die Qualität irgendjemand. Also ich glaube, wäre ich nicht ein guter Fußballer gewesen. Ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass ich bei Glück in die Nationalmannschaft komme. Ich verstehe das schon richtig, keine Sorge. Irgendjemand hätte es sicher irgendwann mal entdeckt, aber so wie es natürlich lief und dass ich dann nach Stuttgart gekommen bin, ich durfte sofort mit den Profis mit trainieren, regelmäßig, das war eben bei Bayern davor nicht der Fall. Und ich war beim Tiger eben 2 Jahre lang, durfte ich da trainieren und spielen. Und ich glaube, er hat dann eben meine Qualität gesehen, weil ich tagtäglich eben auf dem Trainingsplatz stand. Es gibt ja unterschiedliche Arten, wie man die Qualität eines Fußballspielers beschreiben und zusammenfassen kann. Ich habe allerdings noch nie ein schöneres Bild gehört über die Art, wie Sie spielen, als auch wieder vom lieben Hermann Gerland. Ich esse gerne eine Bratwurst, lieber als ein Steak und als Sushi und so ein Zeug, oder Langusten und so weiter. Ich esse lieber eine Bratwurst und dann ist wie Philipp Lahm Fußballspiel zu sehen, ist wie jeden Tag eine leckere Dönning auf Bratwurst. Philipp Lahm. Spielt wie eine Bratwurst? Nein, aber. Aber es schmeckt aber auch zu dem ja. Thema Glück, klar gehört es dazu, wenn ich zurückdenke an meine Stuttgarter Zeit, da gab es noch den Ligapokal davor. Ich glaube, da waren die besten 6 Mannschaften oder so, haben den gespielt, ausgespielt. Ich bin nach Stuttgart gekommen und hatten den Ligapokal. Ich habe rechtes Mittelfeld gespielt und in der Halbzeit verletzt sich unser linker Verteidiger. Mhm. Beim Aufwärmen verletzt sich der andere linke Verteidiger. Dann kam Felix Magath zu mir und hat gesagt, Philipp, kannst du auch Linksverteidiger spielen? Und ich habe gesagt, ja klar, kann ich spielen. Hab's davor noch nie gespielt in meinem Leben. Und dann habe ich die zweite Halbzeit Linksverteidiger gespielt. Hab ordentlich gespielt und 5 Wochen später habe ich von Anfang an als Linksverteidiger gespielt. Also es gehört auch ein bisschen Glück dazu. Und es ist aber eines der großen ungelösten Rätsel für viele Fußballfans. Ich glaube, man wird diese Frage nie klären können, was wäre wirklich ihre allerbeste Position. Es gibt bis heute Leute, die sagen, auf links war der Philipp noch besser als auf rechts. Es gibt andere, die sagen, es ist genau umgekehrt. Es gibt auch welche, die sagen, auf der 6 gibt es keinen besseren als den. Ihr Trainer, werden wir später nochmal hören, hat sogar gesagt, wenn ich Philipp im Sturm aufstellen würde, wäre er morgen auch der beste Stürmer Europas. Wo glauben Sie, sind Sie wirklich der beste Lahm? Es gibt so viele Fachleute, das sollen die beantworten. Ne? Ich glaube, ich habe bewiesen in den 10 Jahren, in denen ich jetzt Profi spiele, oder 11 Jahre sogar schon, habe ich bewiesen, dass ich auf allen Positionen absolutes Top-Niveau erreichen kann. Und mir ist egal. Ich habe, glaube ich, die Jahre immer bewiesen, dass ich keine Probleme habe von dem einen auf die andere Position und wieder zurück und Nationalmannschaft auf der Position, Bayern auf der Position. Für mich war es nie ein Problem. Für mich war es immer schön, auf dem Platz zu stehen. Ich habe auf jeder Position meinen Spaß. Jede Position ist verschieden. Und das macht jede Position einfach sehr, sehr interessant für die Spieler. Und was ich faszinierend finde, egal auf welcher Position Sie gespielt haben, es hat nie für einen Platzverweis gereicht. Ottmar Hitzfeld dazu. Da hat selten mal einen Foul gemacht, hat selten gelbe Karten bekommen. Ich habe auch ab und zu mal gesagt, Philipp, heute ein bisschen mehr reinhauen und seid mal einen Gegenspieler aggressiver bekämpfen. Aber Philipp war immer so souverän, dass er das auch spielerisch lösen konnte. Also, ich finde, auch das hat einen Applaus verdient. Keine gelb-rote und keine rote Karte. Unglaublich.
So, mit dieser Art Fußball zu spielen, hat Philipp Lahm als Fußballer wirklich alles erreicht, was man in diesem Sport erreichen kann. Und hat sich in dieser Zeit bei Bayern und auch in der Nationalmannschaft auch noch zum Kapitän gemausert. Michel Maculescu. Wahnsinnskarriere. Was mich bei Ihnen wirklich fasziniert, das sage ich ganz ehrlich, als jemand, der auch lange Fußball guckt, Sie und Schweinsteiger werden da ja auch immer genannt, Sie haben ja auch eine Menge auf die Mütze bekommen, haben wichtige Spiele verloren, ob das jetzt 2006 dieses bittere Aus gewesen ist im Halbfinale, 2008, wo Sie, stimmt diese Geschichte eigentlich, wo Sie weinend in der Kabine saßen, nachdem Sie ausgewechselt wurden, Sie hatten ja diesen Fehler vorher gemacht? Ja, das war bezogen eigentlich auf ich habe einen Schlag bekommen, eine Platzwunde am Fuß gehabt, auf der Innenseite, die musste genäht werden in der Halbzeit und konnte so nicht weiterspielen. Und das ist, glaube ich, das Schlimmste für einen Spieler, wenn man davor einen Fehler gemacht hat und den nicht mehr ausbügeln kann. Ich glaube, das ist das Schlimmste und das war für mich in dem Moment einfach... Die Mannschaft verliert, ne? Das kommt ja noch dazu. Ja, das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt, wusste ich ja nicht. Da hatte ich noch Hoffnung, dass die Mannschaft gewinnt, aber das ist für den Spieler absolut das Schlimmste. So, und dann ging das weiter, ja, 2010 wieder nicht. Dann in der Champions League Finals verloren. Also so ein bisschen ein Hauch von Hollywood weht schon durch Ihre Lebensgeschichte als Sportler, oder? Also ich muss sagen, ich finde meine Karriere bis jetzt echt super. Die hat Spaß gemacht einfach, weil es ist schön, wenn man davor auch mal... Spiele verliert, entscheidende Spiele verliert. Im Nachhinein kann man das jetzt locker sagen, wenn man dann trotzdem Champions-League-Sieger wird, Weltmeister wird. Aber ich muss sagen, ich will diese Niederlagen auch nicht missen. Also ich muss sagen, ich wäre gerne 2012 Champions-League-Sieger geworden, zu Hause im eigenen Stadion. Aber so im Nachgang war es vielleicht so viel schöner. Man hatte so einen Schmerz nach dem verlorenen Spiel und da hat sich die Mannschaft einfach rausgekämpft und das ist schön, wenn man dann ein Jahr später das Triple gewinnt. Ja, einfach traumhaft. Und das Gleiche gilt bei der Nationalmannschaft. Wir waren so nah dran. Ich war 2004 das erste Mal bei der Europameisterschaft dabei. Mhm. Sind in der Vorrunde ausgeschieden. Aber dann WM 2006 Halbfinale, Dritter geworden. EM 2008 Finale, verloren, Zweiter geworden. Danach 2010 wieder Dritter geworden. 2012 Halbfinale ausgeschieden. Also man war immer dran. Und es gibt leider keine Garantie, wenn man oft dran war, dass man irgendwann gewinnt. Aber wenn man es dann gewinnt, ist umso schöner, dass man einen langen Weg hinter sich hatte und dann irgendwann den Titel endlich oder den Pokal endlich in die Luft strecken darf. Also da gratulieren wir, glaube ich, alle nochmal ganz herzlich. Sie haben... Es ist alles schon ein bisschen auch... Wie soll ich sagen, es ist natürlich irgendwie so ein bisschen, es ist real, aber es kommt einem wirklich vor wie so ein wahnsinniger gelebter Traum. Sie sind erst der vierte Deutsche, der als WM-Kapitän diesen goldenen, diesen begehrtesten Pokal im Fußball überhaupt in die Luft stemmen darf. Was bedeutet Ihnen das eigentlich, dass Sie jetzt sozusagen ja auch eine wirklich historische Figur dadurch sind? Ja, das ist einem ja nicht so wirklich bewusst. Also uns ist allen, ich glaube alle, die bei der WM dabei waren, bewusst, dass wir Weltmeister geworden sind. Ich habe sofort danach gesagt und ich sage jetzt auch wieder, ich glaube, so richtig realisieren oder dass man zu 100% sich sicher ist und alles und das begreift, ich glaube, dass das erst nach der Karriere kommen wird. Also erst wenn man so zurückblickt auf die Karriere und dann sagt, ja, deutscher Meister, Pokalsieger, Champions League-Sieger, Weltmeister, also so auf der Rückblick, glaube ich, dann wird man erst begreifen, dass es deutsche Fußballgeschichte sozusagen gewesen ist. Ja, wenn wir schon beim Thema deutsche Fußballgeschichte sind, dann machen wir jetzt die Bühne frei für Ihren Vorgänger sozusagen. Also für den Mann, der als dritter Deutscher den WM-Pokal hochgestemmt hat, nämlich, Sie haben es 1990 als kleiner Junge gesehen, Lothar Matthäus. Für viele war ja bei der WM das ein ganz, ganz zentraler Punkt. Da gab es, das haben Sie ja nicht mitbekommen, weil Sie in Brasilien waren, eine Riesendiskussion hier in Deutschland, auch in jedem Stammtisch, überall, muss der Lahm nicht eigentlich doch rechts hinten spielen, weil es der Mannschaft mehr Stabilität gibt. Jetzt gibt es ja eine Legende, ich weiß nicht, ob ihr das Foto mal kurz zeigen könnt, und zwar Philipp Lahm mit Jogi Löw im Gespräch am Pool. Ist bei diesem Poolgespräch der WM-Titel besiegelt worden? Ja, war so. War so. Also wir haben da bei dem Poolgespräch gesagt, dieses Jahr werden wir Weltmeister.
Sehr schön. Nein, Spaß beiseite. Also es war jetzt eine Situation, aber klar ist, dass man sich während dem Turnier häufig mit dem Trainer austauscht. Und das war jetzt eine Situation. Und ja, es kommt sehr, sehr häufig vor in den 5 Wochen, glaube ich, in denen wir aufeinander sitzen sozusagen. Ja, es ist ja sowieso eine interessante Kombination. Ne? Also da werden ja viele Leute zusammengetrommelt. Es ist ja ein Riesenteam auch hinter der Mannschaft, die dann alle zusammen sind. Ich weiß nicht, Sie kennen ja wahrscheinlich auch dieses berühmte Bild, der Spaziergang von Franz Beckenbauer nach dem Finale 90 auf dem Rasen von Rom. Selbstverständlich, das war mein erstes Turnier, das ich gesehen habe. Genau, also. So, legendäres Bild. Und was? Er hat damals gesagt, über diesen Moment, ich war 6 Wochen lang mit schwer erziehbaren Menschen unterwegs und war einfach nur froh, dass es zu Ende war. War das ein Bild, das Sie nachvollziehen können? Also wie schwer erziehbar war die Truppe? Nee, die war überhaupt nicht schwer erziehbar. Also muss ich ganz klar sagen, es war super. Es hat so viel Spaß gemacht, die Wochen. Man muss erst mal sagen, dass Oliver Bierhoff das Camp super ausgesucht hat. Das war eine super Entscheidung. Es war perfekt. Wir waren nicht in einem Hotelbunker, wo man nicht rausgehen kann, sondern wir waren draußen. Wir waren bei angenehmen Temperaturen. Wir konnten in der Früh draußen frühstücken. Wir konnten abends draußen essen. Was sehr, sehr angenehm ist in 5 Wochen, wo man aufeinander sitzt. Und die Mannschaft plus die Betreuer, wie Sie schon richtig gesagt haben, es sind so viele Menschen da vor Ort in so einem Camp, da muss schon alles passen. Und ich glaube, das haben wir auch transportiert, nicht nur nach Deutschland, sondern auch in Brasilien und ich glaube in die ganze Welt hinaus, dass wir einen super Teamgeist hatten. Und das betrifft eben nicht nur 11 Spieler, das betrifft nicht nur 23, also den ganzen gesamten Kader, sondern auch das Team mit drumherum, war sehr, sehr besonders. Und das war sicher ein Grund, wieso wir Weltmeister geworden sind. Jetzt ist es ja so, dass natürlich bekannt war, auch bei den früheren Turnieren waren ja die Mannschaften schon gut, aber es heißt jetzt immer, in der letzten Konsequenz ist es uns da noch nicht so gelungen, diesen Teamgeist so in der Perfektion herzustellen. Soll das heißen, dass es wirklich diesmal gelungen ist, dass keiner seine Egoismen gefahren hat? Denn das ist ja letztlich... Ist definitiv so. Wir können aber andere 5, 6, die gar nicht spielen, die natürlich auch irgendwann mal mit so einer Flunsche morgens beim Frühstück sitzen. Sie spielen immer, für sie ist das dann entspannt, aber den Kollegen dann zu trösten, auch nicht so einfach, oder? Das stimmt. Man muss aber sagen, der Teamgeist war diesmal besser als 2012. Man muss auch sagen, nehmen wir das Beispiel Per Mertesacker. Das war, glaube ich, das beste Beispiel. Und er hat zu Recht sehr, sehr viel Lob bekommen für das, dass er... wie er mitgefiebert hat, wie er die Mannschaft unterstützt hat, indem dass er da war für die Mannschaft, wie er gejubelt hat, wie er auf der Bank mitgegangen ist. Er hat die ersten 4 Spiele von Anfang an gemacht und dann saß er auf der Bank. Das ist nicht einfach für einen Spieler, aber dann sein Ego zurückzuschrauben und die Mannschaft zu unterstützen, ich glaube, das ist einfach dann ein großer Teamplayer. Und wenn man das Beispiel dann nimmt, aber von 2010, ich denke auch, dass wir da einen super Teamgeist hatten 2010. Aber uns hat vielleicht in den entscheidenden Situationen einfach ein bisschen die Reife gefehlt, dass viele schon einiges erlebt haben, eben Champions League Finale. Wir hatten dann 2012 das Champions League Finale. Bayern-Spieler haben das erlebt, die Dortmund-Spieler haben das erlebt. Viele hatten jetzt mehr Erfahrung in Sachen Champions League, in Sachen K.O.-Spiele, in Sachen schon ein Turnier vorher wieder gespielt oder sogar 2 Turniere vorher gespielt. Und das alles, glaube ich, hat den Ausschlag auch gegeben, dass die Mannschaft gereift ist in sich und so auch dann bereit war für diesen Titel. Und nach dem Titel war die Mannschaft dann auch richtig in Form. Wir haben, weiß nicht, wer den Film Die Mannschaft schon gesehen hat, kann ich nur empfehlen. Mit vielen interessanten Einblicken. Besonders haben mir die Busszenen gefallen nach dem gewonnenen Finale. Eine Mega-Party, da ging es richtig ab im Bus. Wer ist eigentlich das größte Feierbiest in der Nationalmannschaft? Also unser hoffentlich bald Weltfußballer, der ist ganz gut dabei, hat 2 Handschuhe an. Also Manu ist immer sehr, sehr gut dabei, wie wir auch da in dem Film gut gesehen haben. Pierre stimmt gerne bestimmte Lieder an. Aber, und Philipp Lahm war um 11 im Bett. Ja, wie immer. Aber in der Früh. Sehr schön. Ja, schade eigentlich, muss man wirklich sagen. Ich meine, wer so viel Freude hat in der Nationalmannschaft, warum hört der mit 30 auf? Diese Frage stellen sich viele, auch an höchster Stelle im deutschen Fußball. Also ich hätte es von vielen, sagen wir mal, verstanden, aber von Philipp Lahm nicht. Denn er ist mit seinen
30 Jahren ist er noch nicht verbraucht. Ich weiß nicht, welche Gründe es wirklich waren, aber ich war wirklich total überrascht. Ich finde das auch schade, dass die Mannschaft, und er ist nun mal ein Führungsspieler, er ist Kapitän, die Mannschaft folgt ihm. Also er hat alles richtig gemacht. Er ist Weltmeister geworden, aber das ist ja kein Grund aufzuhören. Ja, man, es gibt ja noch, kann ja durchaus sein, dass man in 4 Jahren wieder Weltmeister wird, dass man den Titel verteidigt. Hat er recht, Herr Kaiser? Was denken Sie? Zu früh zurückgetreten? Ah, ist aber schon eine knappe Mehrheit. Das haben wir nicht geprobt. Ah, ich glaube, das war geprobt vor der Sendung. Nee, war nicht geprobt. Also, erklären Sie es uns noch einmal, dass wir es auch verstanden haben. Weil es wirklich nicht ganz einfach zu verstehen ist. Man denkt ja irgendwie, übrigens, Europameistertitel fehlt ja auch noch. Ach, jeder, der mich kennt, glaube ich, weiß, dass es dann doch irgendwo einfach ist, es zu verstehen. Also, ich habe eine Familie zu Hause. Wir haben einen Sohn, der jetzt knapp über 2 Jahre alt ist, und man will auch Zeit zu Hause ein bisschen verbringen. Und ich hatte schöne Jahre, sehr, sehr schöne Jahre, 10 Jahre, wie ich vorher erzählt habe, von Vorrunden aus viel erlebt. Und für mich war ja weit vor dem Turnier schon klar, ich habe mir das auch reichlich überlegt, dass irgendwann ist es zu Ende, so eine Nationalmannschaftszeit. Und ich will selbst bestimmen, wann das Ende kommt und nicht, dass irgendwann mal jemand sagt, so, der Lahm könnte so langsam auch mal zurücktreten aus der Nationalmannschaft oder den müssen wir irgendwie mal rauskriegen. Sondern ich will die Nationalmannschaft immer als schön, als große Ehre empfinden, so wie es für mich einfach war. Und dass dann am Ende der Weltmeistertitel rausspringt, ist für mich umso schöner und passt sensationell rein. Ins Konzept. In das Konzept, aber es gibt mehrere Gründe, wie ich gesagt habe. Die Familie war sicher auch ein Grund, weil man ist sehr, sehr viel unterwegs. Und da mal ein bisschen Zeit zu Hause zu verbringen, ist auch was Schönes. Stimmt eigentlich, was ich kürzlich las? Oder anders ausgedrückt, hat Bastian Schweinsteiger heute schon mit Ihnen telefoniert? Heute? Noch nicht? Ich habe ihn ja heute gesehen, also. Ach so. Ich bin nicht so, dass ich nur zu Hause rumliege. Also ich gehe auch zu meiner Reha. Sehr gut. Na, es ist nämlich Folgendes. Dann hat er ja möglicherweise heute schon wieder, er hat nämlich in einem Interview gesagt, er würde Sie jeden Tag darauf ansprechen, den Rücktritt vom Rücktritt zu erklären. Ja, da hat er wieder übertrieben. Also, das ist nur jeder Zweite. Vielleicht jeder Zweite. Nee, Spaß beiseite. Basti kennt mich auch und wahrscheinlich besser als jeder andere Spieler. Er beißt da auf Granit. Nein, er kennt mich und wir haben so viele Jahre und so viele schöne Jahre hinter uns. Er kennt mich, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, die ich mir reiflich überlegt habe und nicht einfach so nach dem Finale gesagt hat, so, jetzt ist mal Schluss, dann weiß er auch, dass es schwer ist, mich zu überzeugen. Also, ich will Sie mit dem Thema auch nicht foltern. Ich habe kein Problem mit dem Thema. Und wir sind ja hier auch fast unter uns. Stellen wir uns jetzt einfach vor, wir haben 2016, die Fußballnation ist in großer Not. Die Kanzlerin ruft persönlich an und sagt, Herr Lahm, können Sie sich noch mal vorstellen, retten Sie das Land, das Fußballland. Jogi Löw rutscht auf Knien bei Ihnen durch den Häuserflur. Und dann? Dann sage ich, schön, dass Sie sich gemeldet haben. Da endet der Satz. Ja, ich schaue mir vielleicht dann noch ein Spiel an. Also wenn ich eine Einladung bekomme. Frankreich ist ein sehr, sehr schönes Land. Also, musst du so lachen, als Sie davon erzählt haben, dass Sie sich schon darauf freuen, das beim Grillen zu gucken. Man kann sich das irgendwie gar nicht vorstellen. Da sitzt der beste deutsche Verteidiger zu Hause vor dem Grill und guckt zu. Aber gut. Ja, nicht nur vom Grill, vom Fernseher auch dann. Nein, das ist wahrscheinlich, also jetzt gehen wir auch mal wieder zurück. Mein letztes Turnier vor dem Fernseher war 2002. Also das ist schon ein paar Jahre her. Und das ist was Schönes. Also ich rufe dann auch eben Andreas Ottl zum Beispiel, der sagt mir dann wieder, er steht irgendwo auf einer schönen Gartenparty beim Grillen und schaut sich unsere Spiele an. Und ja, es ist einfach sehr, sehr schön. Und auch das will ich mal wieder erleben. So ein schöner Grillabend, die Nationalmannschaft anschauen, mitfiebern, die Siege feiern. Ja, auf der Fanmeile rumhopsen.
Also ich nehme aus unserem Gespräch mit, dass Sie gerade gesagt haben, dass Sie gerade zu Löw quasi gesagt haben, schön, dass Sie sich gemeldet haben. So, und dann kommen wir gleich zum nächsten Thema. Nee, das war auf die Kanzlerin bezogen. Ach so, auf die Kanzlerin. So, eins wollte ich doch noch schnell, und zwar Bastian Schweinsteiger. Ich fand, das waren mit die ergreifendsten Bilder eigentlich nach dem Schlusspfiff, wo man richtig gemerkt hat, wie sie beide sich umarmt haben, wo man irgendwie gespürt hat. Ich meine, sie kennen sich ja seit der Jugendzeit beim FC Bayern München. Würden Sie sagen, dass da eine ganz besonders innige Verbindung besteht, die da über Jahre sozusagen gewachsen ist, und dass das schon ganz besonders war, jemand, mit dem man so lang gegangen ist, den dann da so zu umarmen? Selbstverständlich. Und also, zu weinen? Ich glaube, wir kennen uns seitdem wir so 16 sind ungefähr, und wir haben so viel miteinander erlebt, und dann, das habe ich vorher auch gemeint, mit den Momenten, wo man mal verloren hat oder so, das zusammen zu verarbeiten, und Basti und ich, wir haben einige Rückschläge erlitten, und da rauszukommen und dann gemeinsam das feiern. Und wie vorher richtig gesagt wurde, wir standen ja manchmal auch in der Kritik als die Generation, die keine großen Titel in Anführungsstrichen gewinnt, und dann das gemeinsam zu schaffen, und das ist einfach was Schönes, und mit einem so langen Weg zu gehen, ist für mich hervorragend, und außerdem ist er noch einer, der mit dem ich einfach super zusammenarbeiten kann, wo es Spaß macht, sich mit ihm über Fußball zu unterhalten. Nee, das ist einfach top, und er ist ein absoluter Vollprofi, mit dem es Spaß macht, Fußball zu spielen, aber auch drumherum was zu machen. Jetzt ist er der Kapitän. Und man ist ja gemeinsam beim FC Bayern. Der FC Bayern ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert, finde ich, in diesen Tagen. Natürlich, klar, die spielen fantastischen Fußball, gewinnen praktisch jedes Spiel, sind ja auch in der Liga enorm dominant. Sehen Sie die Gefahr, die viele sehen, dass das trotzdem auf Dauer nicht gut ist für den Fußball in Deutschland, wenn Bayern München mal so alles überragend den anderen davonläuft? Ja, es liegt ja nicht immer nur an uns. Also die anderen können auch Punkte sammeln. Also. Erstmal ist es für uns Spieler so, dass es so eine Bundesliga nie langweilig wird. Ich finde, es ist immer was Besonderes, es macht immer Spaß, und es ist ein großer Reiz, immer wieder zu gewinnen oder der Nächste kommt. Immer noch früher Meister zu werden, vielleicht mal Weihnachten. Ja, das wird eng, glaube ich. Und bis jetzt so viel Vorsprung haben wir nicht. Wir haben 7 Punkte jetzt Vorsprung auf Wolfsburg. Also die Sache ist noch nicht durch. Also, aber ich finde, es macht sehr, sehr viel Spaß, und ich glaube, der FC Bayern vertritt auch die Bundesliga international immer sehr, sehr gut. Und also ich kann es verstehen, dass manche sich denken, ja, die sollten mal wieder verlieren, dass es ein bisschen enger wird. Aber den Gefallen wollen wir der Nation nicht tun. Mm. Okay. Ein paar Bayern-Fans hier, Sie hören das. Mm. Gleich reden wir mit Philipp natürlich auch über Borussia Dortmund, dieses Thema in diesen Tagen. Vorher hat Mario Götze noch einen kleinen Tipp, unser Gewinnspiel. Das Audi Star Talk Gewinnspiel. Liebe Fußballfans, gleich habt ihr die Chance, ein Audi A3 Cabriolet zu gewinnen. Nämlich meins. Kein Witz, dieser Audi ist wirklich meiner. Aber am Ende der Saison könnte er deiner sein. Deswegen weiterhin gut aufpassen im Audi Star Talk. Gleich geht's weiter. Also, dranbleiben und genau zuhören. Jetzt mitmachen auf sky.de/Audi Star Talk. Viel Glück, euer Mario. Ja, der Audi Star Talk heute mit unserem WM-Kapitän, dem FC Bayern-Kapitän, mit Philipp Lahm. Im Moment verletzt, muss ich alles von draußen angucken. Jetzt ist ja viel über Dortmund schon gesprochen worden. Am Freitag haben sie zur großen Freude aller schwarz-gelben Fans gewonnen. Gegen Hoffenheim sind wieder weg vom Tabellenende. Wie sehen Sie denn die Dortmunder? Sehen Sie das so wie viele Experten, die denken, die kommen auf jeden Fall doch noch in den internationalen Wettbewerb? Das schaffen die schon noch? Ja, die Chance haben sie auf jeden Fall, weil sie die Qualität haben, einfach mehrere Spiele hintereinander zu gewinnen. Aber rechnen Sie auch damit? Dass sie an uns nochmal rankommen. Ja, das glaube ich nicht, aber ich rechnen Sie damit, dass es noch für die Champions League reichen kann? Ich glaube, dass es sehr, sehr schwierig wird, weil die oberen Mannschaften ja, ihre Punkte schon gesammelt haben, sie einen gewissen Rückstand haben. Und ich glaube, dass die oberen Mannschaften, die vorne dabei sind, wie zum Beispiel Wolfsburg, wie aber auch Leverkusen, auch Schalke und so, die werden punkten, Gladbach, Hoffenheim, die werden auch in der nächsten Zeit punkten.
Dortmund hat aber die Qualität, wie ich schon gesagt habe, mehrere Spiele hintereinander zu gewinnen. Und dann schaut es vielleicht wieder besser aus. Aber im Moment haben sie einen sehr, sehr großen Abstand zu den Champions-League-Plätzen. Wie sehen Sie generell die Situation mit Borussia Dortmund? Es gibt ja jetzt auch immer mehr Experten, die sagen, jetzt dürfen wir den auf keinen Fall nicht noch einen Spieler wegholen. Marco Reus ist ja hier das große Stichwort. Haben Sie auch eine Meinung dazu? Ich meine, Sie sind ja eigentlich jemand, den ich so in Erinnerung habe, ein Vertreter der These, die besten Spieler müssen bei Bayern spielen. Das würde ja eben dann auch bedeuten, dass ein Reus geholt wird. Oder sind Sie eher der Meinung, wie zum Beispiel auch Oli Kahn, der sagt, das wäre der Todesstoß für Dortmund? Nein, ich glaube nicht, dass es ein Todesstoß ist oder so. Oder wäre. Ich denke, es ist erstmal gut für die Bundesliga, wenn solche Spieler, erstklassige Fußballspieler, die, ich glaube, jede Mannschaft verstärken würden, der Nationalspieler ist, der in der Nationalmannschaft auf hohem Niveau spielt, wenn der in der Bundesliga bleibt. Ich glaube, das ist ein Vorteil für die Bundesliga, wenn Stars einfach auch hier bleiben. Und das wird man dann sehen, für was er sich entscheidet. Es gehört auch immer noch ein Spieler dazu, also was der Spieler will, wo der Spieler hingehen will. Also es liegt nicht immer nur an den Vereinen. Es wird ja gerne mal kolportiert, Uli Hoeneß habe vor kurzem in einem Gespräch hinter den Kulissen gesagt, macht das nicht, wollt ihr denn schon Weihnachten deutscher Meister werden? Gut, machen wir einen Haken an die Geschichte mit Reus, aber bei Uli Hoeneß würde ich gerne kurz bleiben. Der kommt ja jetzt wieder, Comeback in der Jugendabteilung sozusagen. Das ist sicherlich neben dem Weltmeistertitel eine der Geschichten, die Sie in diesem Jahr auch besonders bewegt hat, oder? Sie haben ihn als Ihr Vorbild mal beschrieben, als jemand, dem Sie auch viel zu verdanken haben. Im Verein. Inwiefern berührt Sie das auch persönlich, dass Uli jetzt wiederkommt? Ja, es ist erstmal sehr, sehr schön und schön, glaube ich, für alle, die ihn kennen, die ihn aus dem Verein kennen. Er hat den Verein so groß gemacht, wie er ist, auch mit seinen Werten, die den Verein einfach ausmachen. Und man vermisst einfach diese Gespräche mit Uli Hoeneß. Er hat so viel Erfahrung, er ist so ein offener Gesprächspartner und das vermisst man manchmal. Und ich glaube, es geht nicht nur mir so, ich kenne ihn eben schon sehr, sehr lang, sondern es geht jeden Einzelnen so, der ihn kennenlernen durfte. Und deswegen freuen wir uns, glaube ich, alle wieder auf diese Gespräche, die Gespräche mit ihm zu führen. Und da ich ihn so lange kenne, mich umso mehr natürlich. Werden Sie ihn jetzt dann auch besuchen? Sie haben ja ein bisschen, in Anführungszeichen, gezwungenermaßen Zeit, wenn er da ist, dass Sie mal ihn aufsuchen und dann in Ruhe Gespräche mit ihm führen? Da können Sie sich sicher sein. Ja? Ja, ja, ist das selbstverständlich. Wie ich schon gesagt habe, wir kennen uns so lang und wie ich gerade eben erwähnt habe, die Gespräche machen einfach sehr, sehr viel Spaß und ja, es hilft einem. Ich habe ihn jetzt auch in den letzten Jahren immer als tollen Gesprächspartner kennenlernen dürfen, der ehrlich ist, der einem ehrlich ins Gesicht blickt, der aber auch sich etwas anhört, egal was man auf den Lippen hat oder auf dem Herz hat. Und das ist einfach schön und deswegen freue ich mich auf jeden Fall. Er ist ja als Macher bekannt. Wir dürfen davon ausgehen, dass die Bayern-Jugend demnächst unschlagbar ist, oder? Ja, das hoffen wir doch alle. Also nein, ich glaube, dass er da auch sehr, sehr viel bewegen wird. Und ja, wir können alle gespannt sein. Bleiben wir noch ein bisschen bei der Bayern-Familie. Einen haben Sie vorhin schon erwähnt, das Firebeast Manuel Neuer. Er ist ja jetzt einer von drei Kandidaten zur Wahl Weltfußballer des Jahres. Wie sehen Sie ehrlicherweise seine Chancen bei der Konkurrenz Ronaldo, Messi? Die haben das ja in den letzten Jahren immer unter sich ausgemacht. Ich glaube, dass er gute Chancen hat. Also würde ich schon sagen, es ist schwer, weil Cristiano Ronaldo halt auch ein sehr, sehr gutes Jahr hatte. Mit dem Champions League-Gewinn, er macht sehr, sehr viele Tore, bereitet viele vor. Messi hat natürlich eine gute Weltmeisterschaft gehabt bis ins Finale, aber Manu hat halt ja, fast alles eigentlich in diesem Jahr. Es ist sehr interessant, ich glaube, dass es zwischen Manu und Cristiano Ronaldo, dass die es unter sich ausmachen. Ich bin gespannt, ich würde es ihm wirklich gönnen, er hätte es absolut verdient. Ja, und Jogi Löw ist auch bei derselben Wahl nominiert. Kann man jetzt auch viel darüber diskutieren, aber müsste nicht Jogi Löw zum Welttrainer gewählt werden? Ja klar. Also wenn jemand Weltmeister wird als Trainer und absolut, für mich kommt gar keine andere in Frage. Nur der. Ja, selbstverständlich. Joachim Löw. Philipp. Wir wollen jetzt mit Ihnen eine kleine Rubrik machen und zwar nennt sie sich die Geschichte hinter dem Bild. Wir haben mal ein paar Fotos rausgesucht und wollen mal ganz kurz versuchen, mit Ihnen zu eruieren, wie es sozusagen zu diesem Bild gekommen ist. Fangen wir mal mit dem ersten Bild an. Da bin ich gespannt. Ja, Pep Guardiola küsst Sie auf die Stirn. Wie ist dieses Bild entstanden? Wissen Sie das?
Wo waren das überhaupt? Pokalfinale, kann das sein? Ja, könnte sein. Also genau, beim DFB-Pokalfinale war das. Und Sie haben ja vorhin gehört, was er über Sie gesagt hat. Einer der 5 besten Spieler in der langen Geschichte von Bayern München. Für Sie, Guardiola, Sie haben mit vielen guten Trainern gearbeitet. Unterm Strich, der beste Trainer, mit dem Sie gearbeitet haben? Ist immer schwer zu sagen. Also ja. Der beste Trainer. Ich glaube, jeder hat für sich seine Stärken. Unser Trainer, muss man sagen, ist taktisch sensationell. Man merkt ja jetzt auch, wie wir Fußball spielen. Ich glaube, es gab noch nie so eine Phase, wie wir sie jetzt haben, dass man jedes Spiel dominiert, jedes Spiel wirklich gut Fußball spielt. Es gibt nicht mehr die schlechten Spiele und die hatten wir in der Vergangenheit halt öfters mal drinnen. Man hat trotzdem mal gewonnen oder dann eben unentschieden gespielt. Aber jetzt hat man das Gefühl, dass wir immer gut spielen. Wir können gar nicht mehr schlecht spielen. Das Gefühl, finde ich, hat man auf dem Platz, aber jetzt auch vorm Fernseher. Und das ist natürlich ein großer Anteil vom Trainer. Plus die Variabilität in unserem Spiel. Das heißt, wir können mehr Systeme spielen und das hat eben nicht jeder Trainer drauf, das der Mannschaft so beizubringen. Also das heißt, Sie sind eigentlich im Moment der Kapitän der besten Bayern-Mannschaft aller Zeiten, oder? Das ist immer schwer zu beurteilen. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, aber da muss man auch ganz ehrlich sein, da gehören immer Titel dazu. Die sind ja da. Bild 2. Ja, große Ehre, muss man ganz klar sagen. Eine Einladung vom Papst zu bekommen, ist was Besonderes. Und ganz besonders ist sowas, wenn wir saßen schon drinnen, der Papst kam rein und es war mucksmäuschenstill. Und es waren ungefähr 50 Männer drin. Und es kommt bei uns nie vor, dass es still ist. Aber da war es das erste Mal. Hat den Mund gehalten. Ja, das kommt noch seltener vor. Nee, deswegen, es war also wirklich alle aufgestanden, mucksmäuschenstill. Das gibt es bei uns normal nicht. Also eine sehr bewegende Begegnung. Bild Nummer 3. Sehr herzliches Verhältnis verbindet Sie, glaube ich, mit dieser Dame. Schon besonders innige Gratulation. Was hat sie Ihnen zugeflüstert in dem Moment? Haben Sie das mitbekommen? Ja, ich rufe sie 2016 an. Touché. So, und kommen wir noch zum nächsten Bild, liebe Kollegen. Und zwar dieses hier. Also damit habe ich nichts am Hut. Ich wollte gerade fragen, hat Thomas Müller Sie beim Tischtennis geschlagen? Oder? Was ist die Geschichte? Nee, aber ist es noch? Ich sage, ich habe damit nichts am Hut. Also, ich weiß auch nicht. Also der Thomas hatte schon ein paar Mass. So sieht es auf jeden Fall. So sieht es auf jeden Fall aus. So, vielen Dank erstmal, dass Sie den kleinen Spaß mitgemacht haben. Die Geschichte hinter dem Bild. Und wir wollen jetzt zum Schluss noch so ein bisschen vorausschauen, zum Beispiel auf Ihre Zukunft. Eine kleine Empfehlung hätten wir. Und zwar hat Ottmar Hitzfeld eine gewisse Idee, wo es hingehen könnte. Spieler, die in ihrer Laufbahn große Verantwortung übernommen haben und Leistungsträger im Team waren, die sind sicherlich auch befähigt, nachher irgendwann auch als Trainer aufzutreten. Und Philipp Lahm ist ja auch ein Spieler, der nicht von der Kraft gelebt hat, sondern eben auch von seiner Spielintelligenz und seiner Technik und spielerischem Vermögen. Und das braucht eben auch ein Trainer in seiner Fantasie, sich vorzustellen, wie er die Mannschaft aufstellt, trainiert und aufs Spiel einstellt. Und da bin ich überzeugt, dass Philipp Lahm, wenn er das machen möchte, den Knochenjob als Trainer auch prädestiniert für diesen Job wäre. Tja, sehen wir den Trainer Philipp Lahm. Ja, erstmal ist es schön zu hören, dass es einem zugetraut wird, Trainer zu werden. Ich glaube nicht. Nee? Nee, also erstmal habe ich noch 3,5 Jahre Vertrag. Also, aber lieber Manager als Trainer? Das werden wir dann sehen. Also ich komme dann nochmal in 3,5 Jahren, dann können wir nochmal drüber sprechen. Okay, fest verabredet. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob mir das tagtäglich das Gleiche wieder zu haben, also als Trainer nur ein bisschen mehr noch. Also man kann nach dem Training dann nicht einfach nach Hause fahren, so wie wir Spieler, sondern man bleibt dann den ganzen Tag eben da und arbeitet noch weiter, analysiert, was auch immer. Das gehört ja alles dazu. Ich weiß nicht, ob ich mir das vorstellen kann. Jetzt kann ich es mir nicht vorstellen, aber sag niemals nie und vielleicht in 3,5 Jahren sitze ich hier wieder und sage was ganz anderes. Schauen wir mal. Wir lassen uns da gerne überraschen. Und wollen, weil wir jetzt die Weihnachtstage vor der Tür stehen,
und die Menschen auch besonders offen dafür sind, etwas Gutes zu tun. Gerne auch zum Schluss noch kurz auf Ihre Stiftung zu sprechen kommen, die Philipp-Lahm-Stiftung. Was ich besonders schön finde, wir haben ja von den Kids im Fußballcamp von Heimstetten gesehen, Sie machen sowas Ähnliches, das Philipp-Lahm-Sommercamp. Erzählen Sie kurz zwei Sätze dazu. Ja, es ist ein Sommercamp, das heißt, es geht nicht um Fußball. Also wenn Fußball rumliegt, darf man gern Fußball spielen. Aber es sind Kinder da, benachteiligte Kinder, aber auch Kinder, die sich einfach bewerben können. Sie durchleben da eine Woche in den Bereichen Bewegung, Ernährung und Persönlichkeitsentwicklung. Es gibt verschiedene Workshops, wo sie etwas durchleben sozusagen. Ich versuche immer einmal vor Ort zu sein. Ansonsten bekommen die Kinder Videobotschaften von mir. Und das Wichtige an dem Camp ist eigentlich, dass es nachhaltig sein soll. Also, dass die Kinder rausgehen und wirklich was gelernt haben aus diesem Sommercamp. Ich habe bis jetzt ein sehr, sehr gutes Feedback bekommen von den Kindern. Und es macht einen Riesenspaß, die Kinder da vor Ort zu besuchen und sie zu sehen, wie sie strahlen, wie sie manchmal auch wegkommen von schwierigen Situationen und dann in dem Camp wirklich Kind sein dürfen. Und das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und ich hoffe, dass das sich in den nächsten Jahren noch weiterentwickelt, unser Sommercamp. Und wir haben tolle Partner vom Sommercamp. Und ja, es macht sehr, sehr viel Spaß. Ich glaube, das ist die Hauptsache. Wenn man Spaß an der Sache hat, dann findet man auch immer Zeit dafür. Ich sage erstmal vielen Dank dafür, dass Sie das machen. Ich finde es toll. Und möchte mich jetzt gerne mit einem Geschenk verabschieden. Ich weiß nicht, vielleicht sind die Kollegen so nett und bringen es mir kurz rein. Wir haben nämlich ein Bild für Sie vorbereitet. Und auf diesem Bild sind festgehalten sozusagen alle vier deutschen WM-Kapitäne. Das wollen wir Ihnen jetzt gerne mitgeben. Vielen Dank, dass Sie es mir bringen. Wir sehen also in der Reihe Fritz Walter, Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus und Philipp Lahm. Vielen Dank fürs Kommen. Ich sage vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Das war der Audi Startup für heute. Vielen Dank, schönen Abend. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Philipp Lahm. Danke.